Ich bin Grimman 104 von Zugezogen Maskulin. Ich bin Testo von Zugezogen Maskulin. Und zusammen sind wir Zugezogen Maskulin. Ich hatte es tatsächlich gehört, das Album. Ich mag die Beats voll gerne und ich finde auch, dass eigentlich so das ist schon ganz gut, es ist mir nur zu unkonkret irgendwie mit dem Gib mir Feuer und so weiter und so fort. Da habe ich schon gedacht, da ist bestimmt die nächste 1. Mai-Demo, weil die hatten schon Casper mit Der Druck steigt damals. Da habe ich gedacht, das machen die bestimmt nächstes Jahr mit dem Lied. Es hätte teilweise noch mehr den Finger entweder in die Wunde stecken oder bei A zum J dann eher über die Wunde streicheln. Ich bin überzeugt davon, dass es ein sehr netter, sympathischer Typ ist, aber ist es nicht so mein Fall, nicht so das, was ich gerne höre? Ich gebe ihm eine 5. Ich gebe 6 Punkte. Das ist Sexmusik. Ja, das finde ich voll schön. Also ist jetzt auch nicht so 100% das, was ich mir irgendwie so 5-mal hintereinander anhören würde oder so, aber das passiert sowieso recht selten. Da gibt es ja auch ein Video zu, wo sie halt so eine ägyptische Göttin, und sowas feiere ich sowieso, so antiken Kram, da hat sie mein Herz im Sturm erobert. Weil ich glaube, dass sie sehr gruselig ist. Die macht einen gruseligen. Ja, weißt du, mit wem die zusammen ist? Nee. Mit dem Vampir-Dude aus Twilight. Das wisst ihr jetzt von mir. Find's nett und hab so das Gefühl, als ob ich es richtig feiern müsste. 5 Punkte. 8 Punkte. Werde ich bereuen, dass ich das gesagt habe. Und dann werde ich so später so reinrudern und so sagen, ja Mann, FK Twix, richtig, richtig geil. Fand ich schon immer gut. Ja, das ist so der typische Fall von so Vodafone-Werbung-Musik, was die Leute so hören, wenn sie dann so im Tempelhofer Feld auf dem Slackline rumspazieren. Gefällt mir nicht. Bestimmt coole Typen. 4 Punkte. Kann ich mich nur anschließen. 4. Das erinnert mich auch an irgendein Werbungslied. Cool, dass ihr nochmal Nirvana reingenommen habt. Wenn es geregnet hat und dann hat der Himmel, jetzt klinge ich sehr deep, aber es soll gar nicht so sein, der Himmel ist weder grau noch blau und dann scheint die Sonne, kriege ich immer so leichte stechende Kopfschmerzen. Und daran erinnert mich die Musik, weil die Stimmung nicht konstant ist, sondern weil es dann so... Ja, kann man machen. Ja, also ich mag es auch, weil es so ein bisschen Nirvana-mäßig klingt. 9 Punkte. 5 Punkte. Gefällt mir, weil es fetzt, aber der Typ hat so eine ganz schlimme, wie heißt der Typ von Placebo, Brian Molko? Ja, als ich noch in die Alternativdisco Tunis in Friedeburg gegangen bin, lief immer Every Me and Every You von Placebo. Das soll hier nicht meine Bewertung trüben. Also als es losging, dachte ich, oh, endlich mal irgendwie was Krachiges, so mit Gitarren und so weiter. Dann kam so diese Stimme, die halt wirklich so diese Placebo-Stimme ist und ich finde Placebo auch scheiße. Ja! 6 bis 7 Punkte. Gute 6 Punkte. Linus Volkmann hat keine Ahnung von Musik, keine Ahnung von Rockmusik. Linus Volkmann hört Hot Chip und sonst nichts. Keine Ahnung von Rockmusik. Das ist kein gelobter Dreck, sondern sehr, sehr durchdacht. Alles so schön verspielt und heile Welt.